Patrick Franziska war im Hinspiel allerdings nicht mit dabei. Und auch Timo Boll konnte damals ebenfalls verletzungsbedingt nicht an der Platte stehen. Die Vorzeichen waren also ganz andere vor dem Rückspiel. Und das sah man auch im ersten Spiel von Boll, der Cedric Neuting erstmal überrollte. Elf zu 6 und 11 zu 2 hieß es nach den ersten beiden Sätzen. Es versprach, eine deutliche Angelegenheit zu werden von Deutschlands Nummer 2 gegen den Belgier. Aber Neuting wurde stärker, konnte Boll im dritten Satz ganz lange ärgern. Der Düsseldorfer auch mit zwei Matchbällen, aber die konnte der Borusse nicht nutzen und so verkürzte der Hagen auf 1 zu 2. Neuting danach weiter im Aufwind und kann dann sogar ausgleichen, der Belgier zum 2 zu 2. Boll muss sich jetzt wieder fangen, damit er nach der 2-0-Führung das Spiel nicht tatsächlich noch abgeben muss. Und tut das auch. Der entscheidende fünfte Satz läuft wieder besser. Auch wenn es knapp ist, mit 11 zu 8 im letzten Satz, geht die Partie an die Borussia. Bei mir waren die ersten zwei Sätze ziemlich deutlich, vielleicht ein bisschen zu deutlich auch. Danach sind mir dann ein paar einfachere Fehler passiert. Er hat sich auch gesteigert und ja, die knappen Sätze dann nicht heimbekommen in Satz 3 und 4. Und ja, wurde es nochmal ein heißer Kampf und am Schluss auch vielleicht noch ein bisschen Glück gehabt. Aber es hätte auch andersrum ausgehen können. Es folgte eine sehr interessante Partie im Arax Center Court. Patrick Franziska trifft auf seine Nachfolger Anton Schellberg. Der Schwede wird in der kommenden Saison Franziskas Posten übernehmen. Das eine Talent folgt dem anderen. Franziska in der Weltrangliste auf Platz 43, Schellberg auf Platz 79. Aber der ist auch erst 19 Jahre jung. Unter der Woche hatte der Hagener, der in Düsseldorf trainiert, noch mit Rückenproblemen zu kämpfen. Die machen ihm noch zu schaffen und die Begegnung zu einer eindeutigen Sache. Ein dennoch gut spielender Patrick Franziska gewinnt klar in drei Sätzen mit 11 zu 6, 11 zu 5 und 11 zu 6. Bei der Borussia freut man sich dennoch auf eines der größten Talente im Tischtennis. Wer könnte das besser beurteilen als Timo Boll? Er ist auf jeden Fall ein Riesentalent. Ich glaube, er kann besser spielen als heute. Wird auch müssen bei uns. Bei uns sind die Erwartungen natürlich immer auch hoch. Und ich hoffe, er kann auch mit dem Druck umgehen, aber er ist auf jeden Fall ein Riesentalent, deshalb haben wir ihn geholt und wir werden ihm auf jeden Fall versuchen zu helfen, sich noch weiterzuentwickeln und das wird er, denke ich, auch schaffen. Kamal Acanta hat nun alles in der Hand und kann den vierten 3-0-Erfolg in der Liga in diesem Jahr für die Borussia perfekt machen. Sein Gegner Borna Kovac ist noch nicht mal in der Weltrangliste geführt. Vor Probleme stellt er Düsseldorfs indischen Tiger trotzdem. Zwar nicht im ersten Durchgang, den gewinnt Acanta deutlich mit 11 zu 3, aber den nächsten muss er mit 11 zu 9 abgeben. Kamal Acanta, er bleibt neben Boll der einzige aktuelle Spieler, der auch in der kommenden Saison dem Borussen-Kader angehören wird. Er steht in der Weltrangliste auf Rang 69 und unterliegt in der Folge weiterhin starken Schwankungen. Diesen Punkt holt er sensationell und dann auch den dritten Satz erneut mit 11 zu 3. Im nächsten sieht es dann aber wieder anders aus. Borna Kovac kämpft sich durch den Durchgang und hat dann Satzball zum 2 zu 2 Ausgleich. Und den kann er auch nutzen. Die Freude darüber ist ihm im Gesicht anzusehen. Im Hinspiel unterlag Kovac in drei Sätzen Danny Heister. Hier spielt er also schon über seinen Möglichkeiten. Das zeigt ihm Acanta dann endlich auch im fünften und entscheidenden Satz. Da zeigt der Borusse dann wieder eine solide Leistung und bringt das Spiel für seinen Club nach Hause. 3 zu 0 besiegt der Borussia den TTC Hagen und springt dabei nicht höher als sie muss. Ich denke, dass ich auch die Mannschaft gut gestellt habe, auch für die Spiele, wer gegen wen spielt. Also die haben alle Job gut gemacht. Timo hat es ein bisschen schwieriger gemacht, hat sehr gut angefangen, die ersten zwei Sätze, aber dann ja, die zwei Sätze dann verloren. Am Ende bei 8-8 cool geblieben, das Spiel gewonnen.
Und dann hat Patrick natürlich sehr klar 3-0 gewonnen. Das war auch gut. Gut gespielt, hat die letzten zwei Wochen auch sehr gut trainiert. Und Kamal, hast du gesehen, manchmal richtige Körperspannung, dann ein bisschen weniger. Ein bisschen Mühe gehabt, um da den Level zu halten, ein bisschen, vor allem so von Körperspannung her. Aber am Ende hat das gut gemacht und bin froh mit dem 3-0. In der Tabelle bleibt Düsseldorf mit jetzt 18 Punkten auf dem vierten Platz und bleibt auf Playoff-Kurs. Im Prinzip dürfen wir noch ein Spiel verlieren und dann haben wir alles in der Hand. Aber wir sind gut drauf, haben eine gute Serie hingelegt. 3-0 gegen Saarbrücken, 3-0 gegen Bremen, 3-0 gegen Hagen. Also gute Serie und da wollen wir natürlich weitermachen. Dass man Niederlagen als Sportler nicht einplant, versteht sich von selbst. Gegen den Tabellendritten Ochsenhausen werden die Borussen das auch am nächsten Sonntag zeigen wollen.